Na wunderbar, dann willst du einen Tag lang vloggen können und dann blinkt der Akku rot auf. Ich hoffe, dass ich irgendwie durch den Tag kommen kann. Ansonsten gibt es ja das Handy, wo man auch wunderbar aufnehmen kann. Heute hat ein bisschen komisches Wetter, aber es ist noch trocken. Auf geht's nach Hause. Heute haben wir doch noch ein bisschen Sonne bekommen. Für mich bedeutet das nicht mehr als nach Hause, Badehose anziehen und ab ins Wasser. Dann ist es so richtig tropisch hier draußen. Okay, hier ist noch kommen. Und zwar das neue Mikro, da mir dieses hier langsam zu viele Faxen macht. Es ist dasselbe, das Casey benutzt, also ich vertraue ihm jetzt einfach mal blind. Und das Ding ist ja 10-mal schwerer als dieses jetzt hier und 10-mal kleiner. Egal. Heutiges Q&A startet jetzt. Nebst dem, dass ihr gerade bemerkt, wie der neue Sound ist, sollte eigentlich 10-mal besser sein als mit dem Monster. Was ich zumindest schade finde, ist, dass das Nein nicht so groß ist, denn das hat immer so krass riesig ausgesehen. Wer weiß. Wieso? Gut, wir starten mit der ersten Frage vom heutigen Vlog. Und zwar, ist es dein schönster Moment im Leben? Also einer der schönsten Momente war natürlich letzten Samstag. Schönste Momente, da gibt es tausende. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe diesen einen schönsten Moment erlebt. Deswegen kann ich das nicht so beantworten. Was würdest du anders machen in deiner YouTube-Karriere? Was würde ich anders machen? Ich habe mit Montagen begonnen. Habe, ja, Montagen gemacht. Also so Sniper-Montagen. Videos findet ihr keine mehr, die sind alle gelöscht. Danach habe ich Let's Plays gemacht. Und heute bin ich bei den Vlogs. Was würde ich anders machen? Heutzutage würde ich, glaube ich, nur noch Vlogs machen. Denn der Rest ist irgendwie, ja, bis, nee, die Montagen waren scheiße. Ja, eigentlich Vlogs, weil das ist der meiste Schneideaufwand und die größte Herausforderung jeden Tag. Wie viele Gigabyte hat schlussendlich ein Vlog bei mir? Also meine Harddisk ist ein Tera groß. Und seit 2 Wochen sind die Vlogs nur noch auf meinem Laptop, da die Harddisk voll ist. In der Regel, wartet mal, ich kann es euch genau sagen. In der Regel hat ein Vlog zwischen
Wenn sie kurz sind, zwischen 6 Giga. Wenn sie groß sind, bis zu 25 Giga. Oder halt eben wie das 2000, also ja, das Tankens-Video schlussendlich. 87 Giga, klar, dort habe ich alle Vlogs eingebracht. Wenn wir da mal schon gucken, halt eben wirklich, ja, zwischen 5 bis zu 25 Gigas ist wirklich das Größte, was ich hier gerade finde. GoPro oder Sony Action Cam? Ich liebe die GoPro. Also, es gibt nichts Geileres als eine GoPro. Finde ich zumindest. Es gibt Leute, die sehen das bestimmt anders, mit deren Begründung verstehe ich vollkommen. Für mich ist es die GoPro das Geilste. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie eine Sony Action Cam zu bedienen ist. Also habe ich echt keine Ahnung. Deswegen kann ich das euch nicht beantworten, wie es mit der sich zu hantieren fühlt. Die ist, glaube ich, so länglich, wenn ich mich nicht täusche. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ich habe noch 4 Fragen. Egal, heute war der Tag wieder ein bisschen besser. Morgen, also ja, besser. Anders, hat mir aufgenommen. Morgen Abend habe ich dann noch Diplomübergabe für meine Abschlussprüfung, die ich bestanden habe. Und dann werde ich so gucken, wie ich es mache mit dem Vlog. Ich werde die Cam natürlich bei haben und ich werde das irgendwie clever lösen, dass das bestimmt auch wunderbar aufgeht. Und deswegen sehen wir uns morgen wieder beim neuen Vlog. Haut rein! Und ciao.